Heutige moderne Smartphones und Tablets verfügen natürlich nicht wie hier bei einem iPad-Ladegerät nur noch über kabelgebundene Lademöglichkeiten, sondern mit dem QI-Standard hat sich ein Standard ja mittlerweile durchgesetzt, der auch das drahtlose Laden für moderne Telefone vereinfacht. Und für mein S9 Plus habe ich mir quasi jetzt auch direkt eine drahtlose Ladestation dazu gekauft und die schauen wir uns heute mal an. Ja, ich denke, das Unboxing wird heute in Anführungsstrichen stehen, denn ich befürchte, viel ist nicht drin im Karton. Aber wir machen den jetzt einfach mal auf und gucken mal rein, was so drin steht. Und während ich den hier aufschneide, vielleicht noch kurz zur Info für euch. Gekauft habe ich das Ganze für knapp 44 Euro. Und jetzt gucken wir mal, was denn so drin ist. Bei meiner letzten drahtlosen Ladestation war quasi kein Ladekabel dabei und ich vermute mal, dass das hier genauso ist. Genauso ist es, ist nicht viel drin, außer der Station an sich und dann die obligatorischen Quick Start Guides und Garantiebedingungen. Sonst ist nichts drin. Ladegerät müsst ihr selber benutzen, habt ihr ja meist bei eurem Handy dabei. Wichtig halt, auch hier die Station hat wie das S9 Plus quasi einen USB-C-Anschluss. Und nur mit dem könnt ihr das Ganze dann auch laden letzten Endes. Ja, ansonsten ist nicht viel dran. Hier hinten seht ihr noch, das ist der Lüfter. Der springt auch an, wenn ihr das Gerät auflegt. Also das hört ihr ganz leicht. Wenn es ruhig ist, hört man es, aber es ist nicht sonderlich laut. So, haben wir das ganze Ding ausgepackt. Ich habe es jetzt hier mal an das Ladekabel angeschlossen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze denn hier mit dem USB-C-Kabel zusammen funktioniert. Wie gesagt, das müsst ihr einfach nur hinten einstecken, dann hat sich das schon erledigt sozusagen mit der in Anführungsstrichen Konfiguration. Und wenn ihr dann das Handy, was auch immer, ob es jetzt ein S9, S8, was auch immer ist, auflegt, dann seht ihr hier auch schon, dass das induktive Schnellladen funktioniert. Und das ist ja das Wichtige. Das normale induktive Laden, das funktioniert natürlich mit vielen Stationen, aber für das induktive Schnellladen braucht ihr meist eine spezielle Station. Da müsst ihr einfach mal gucken, dass zum Beispiel hier die Samsung-Station unterstützt das, aber das beschleunigt das Ganze nochmal extrem, das Laden über diese Induktion. Und es ist auch egal, ob ihr das hoch oder quer einlegt, das Handy, das lädt in beiden Positionen. Das ist eine ganz angenehme Geschichte letzten Endes. Ja, ich denke, für den Preis haben wir nicht viel verkehrt gemacht. Optisch ganz schön, kann man sich durchaus auch auf den Schreibtisch stellen und lädt das Handy wirklich mit sehr guter Geschwindigkeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.